Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich aus dem sonnigen und für Mitte Oktober eigentlich viel zu warmen Frankfurt. Aber um ehrlich zu sein, finde ich es ziemlich geil, dass es so warm ist, damit man nicht mit 100 Millionen Jacken eigentlich zur Buchmesse laufen muss. Von daher bin ich da ziemlich entspannt unterwegs. Mittlerweile ist Donnerstag. Ich war gestern eigentlich auch schon auf der Messe, aber nicht sonderlich viel Zeit und Lust gehabt zu filmen, muss ich um ehrlich zu sein gestehen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß mit meinem neuen Videolog zur Frankfurter Buchmesse. Donnerstag und wir haben den zweiten Messetag schon geschafft. Ja. Und wir sind gerade, wie ihr sehen könnt, alles orange, kann man nicht fassen, am Drömer-Knauer-Stand und wir hatten gerade die Book Planetarium Live-Show und da hat die Mona zugeguckt und anscheinend war sie sehr gut. War sehr unterhaltsam. Wenn man ihr Glauben schenken kann. Ja, man darf mir glauben. Okay. Luna, was hast du zur Live-Show, was du gesehen hast? Ja. Ja, ich habe so 5 Minuten mitbekommen, aber war sehr cool. Na, immerhin. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Und ich hatte als Teilnehmer der Show auch Spaß. Ich war anwesend. Als Moderator auch viel Spaß. Hat echt viel Spaß gemacht und Markus Heinz hat natürlich wieder alles gerockt, also war echt cool. Und der Tag heute war schon wieder super anstrengend, obwohl ich erst mittags da war. Du warst auch erst mittags da, ne? Nachmittags. Keine Ahnung, ich war eigentlich nur bei Verlagstermin und bin trotzdem fertig, obwohl ich die ganze Zeit gesessen und getrunken habe. Keine Ahnung. Mach dich nicht größer, als du bist. Ich sehe so klein aus. Weil du es bist. Guck, wir stehen jetzt nebeneinander und du bist einfach klein. Jetzt gehen wir noch essen und das war's für den Donnerstag schon. Ab morgen bin ich den ganzen Tag da und ich freue mich schon sehr darauf. Aber das war eigentlich somit das größte Highlight, diese Messe schon. Mal sehen, was die nächsten Tage noch kommen. Hotel-Treffen steht an am Sonntag. Das wird keiner mehr sehen. Aber genau, es war Potterhead-Treffen am Sonntag. Besser wird's nicht, also bis morgen. Ciao. Wir sind jetzt bei der Verleihung vom Buchpop Award. Bin sehr, sehr gespannt, wer gewinnen wird. Wir haben nämlich insgesamt 45 Nominierte auf der Shortlist. Allerdings auch 9 Kategorien. Aber die Jule unter anderem ist in Fantasy nominiert. Und da heißt jetzt ganz, ganz doll die Daumen drücken. Und Ramona, für wen drückst du die Daumen? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Es sind so viele Nominierte, wie soll man sich da entscheiden? Ramona kann es gar nicht entscheiden. Sie konnte sich gestern schon nicht für eine Doors-Ausgabe entscheiden. Ramona hat Findungsprobleme in Frankfurt anscheinend. Ich werde sie alle lesen. Das ist doch auch okay. Das ist in Ordnung. In der Kategorie Fantasy und Science Fiction hat das Blog gewonnen Fiktion Fest. Ich komme jetzt gerade vom Buchblock Award und es waren viele tolle, auch sehr verdiente Gewinner dabei. Vor allem in der Literaturkategorie finde ich sehr, sehr verdient mit dem Büchercafé. Und in der Kategorie Fantasy war ich auch sehr, sehr traurig, weil weder die Annabelle von Stillblüten noch die Jule von Miss Fox and Witz gewonnen haben. Hat leider nicht geklappt. Den anderen Blog kenne ich leider nicht, aber hätte mich natürlich sehr für die beiden gefreut, wenn das geklappt hätte. Und jetzt bin ich unterwegs zum Bloggertreffen von Knauein. Ich begrüße euch, Anja Hengel begrüßt euch natürlich. Freuen uns, dass ihr alle wieder zu unserem Blogger-Treffen und Programmvorschau erschienen seid. Wir gucken heute aufs Programm Frühjahr 2019.
Einen wunderschönen guten Morgen zum allerersten Publikumstag der Frankfurter Buchmesse. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns heute erwarten wird, weil die letzten Tage noch sehr, sehr entspannt gewesen sind. Was vielleicht auch am guten Wetter gelegen hat, weil einfach so viele Leute über die Agora dann zu den anderen heimgegangen sind. Das könnte durchaus sein. Und jetzt freue ich mich erstmal auf den Illustrator der Harry Potter-Ausgaben, den Jacopo Bruno. Und heute Nachmittag ist dann der große Harry Potter-Weltrekordversuch vom Carlsen Verlag. Professionals Day aus Halle 4 und das war der erste Ort heute, wo es super entspannt gewesen ist, weil alles andere komplett überlaufen ist. Da war ich gerade noch bei einem sehr spontan Blogger-Treffen von CrossKite. Wir haben nämlich nochmal ein tolles Gruppenfoto gemacht, weil wir jetzt alle Red Rising 4 besitzen. Und jetzt geht es mit der Mona zum Harry Potter Weltrekordversuch. Es kann losgehen. Überbieten. Ja, okay, und lass mich mal so sagen, es ist leider in Frankfurt heute beim Weltrekordversuch geblieben. Oh. Ja, also es waren gut 100 Harry Potters weniger als in Australien letztes Jahr. Leider kein Rekord. Ich fürchte, wir müssen uns nochmal wiedersehen. Wie durch bist du? Es geht tatsächlich. Ich würde sagen 4 bis 5. Ich bin eigentlich noch ziemlich fresh. Ja, dann gib mir da mal ein bisschen was von ab. Ich bin so mega durch. Ja, vielen Dank. Jetzt bin ich auf 99 runtergefallen von 110. Nee, es geht tatsächlich noch. Ich bin eigentlich wach, habe gerade noch einen Kaffee getrunken, was gegessen. Ich war kurz draußen. Vielleicht hat das was geholfen. Ja, das ist gut. Ich muss auch noch mal rausgehen, glaube ich. Aber wir sind heute voll businessmäßig unterwegs. Gar nicht als unsere Kanäle, sondern Lea ist bei Thienemann. Ich bin bei Thalia. Und es ist voll cool. Das beides mit TH, finde ich. Oh ja, TH. Und wir laufen jetzt gleich noch mal ein bisschen rum. Um mal zu Thalia. Genau, und zur Cosplay- und Comic-Halle. Ich auf jeden Fall noch. Müssen wir noch machen? Nee. Auch nicht, super. Dann machen wir das gleich. Ich verfilme mich gleich noch mal ein bisschen. Vielleicht kommen wir noch eine Funko oder so. Mal sehen. Keine Ahnung. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, bis heute Nachmittag noch hier und dann war es das. Also, ja. Ich filme noch mal ein bisschen rum. Fotos haben wir auch schon coole gemacht vom Ruckplanetarium. Die wir hier auf unseren Gesichtern einblenden werden. Wenn es so schick ist. Ja.
keine Ahnung, ob die ausgeworden sind. Jenny meinte zumindest so eine Top-Fotografin. War super, aber kleine Display und so. Keine Ahnung. Aber ansonsten war die Messe wieder bisher sehr, sehr cool. Wir hatten Spaß. Der Lux-Abend war richtig, richtig schön. Unser Book-Planetarium, unsere Show war da Hammer. Eben. Echt alles super toll. Das war fast sogar das Highlight. Die tolle Show mit Markus. Absolut. War eine richtig tolle Messe. Genau. Ich gucke jetzt nur noch mal ganz kurz bei Random House vorbei und dann setze mich ins Auto, fahre nach Hause und verabschiede mich von der diesjährigen Messe. Wollt ihr alle noch mal kurz winken? Warte, ja. Bis zum nächsten Mal. Sag, wenn du wachst. Also das ist ein Gruß an Philipp. Hi Philipp, man sollte Menschen nicht einfach so seine Kamera geben. Der Philipp ist fleißig am Influencen. Natürlich. Richtiger Blogger. Eins Blogger. Eins nicer Blogger. Voll im Hobbit gefunden, wie sie gerade gesagt hat. Ja, weil ich so klein aussehe. Guck mal, ich gehe noch weiter zurück, dann sehe ich noch. Perspektivisch voll groß. Soll ich mal dazu kommen? Ich bin voll klein. Aber egal, so müsste das sein. Ich warte einmal, bis die Mona fertig ist mit Vloggen. Die ist nämlich gerade neben mir, sonst quatsche ich mir die ganze Zeit ins Bild. Sieht auf jeden Fall bestimmt sehr lustig aus. Ich glaube auch. Hallo Menschen. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Einhorn. So, ich komme gerade vom Young Professional. Warum kann ich das nicht aussprechen? Young Professionals Day, mein Gott. Potenziellen Buchschätzen. Genau. Da ist die Buchschatzjägerin. Wow. Besser ist eine lange Überleitung.